Arbeitszeit, Tätigkeit fristlos gefeuert. Es war der 8. Trainerwechsel der laufenden Saison in der 2. Liga. Das Pikante an dieser Angelegenheit ist, dass der neue Mann in Lüttringhausen, Ex-Nationalspieler Sigi Held, seinen Einstand heute ausgerechnet gegen den FC Schalke geben musste, der ihn wiederum, Sigi Held, im Januar 83 als Trainer mit einem satten Rausschmiss bedacht hatte. Aufgrund dieser Tatsache fuhren die Schalker zwar mit etwas Hemdflattern nach Lüttringhausen, aber sie wollten sich unter gar keinen Umständen von einem wie auch immer gearteten Sigi-Held-Syndrom anstecken lassen. Manfred Leschek war beim Spiel als unser Zuschauer dabei. Seit ein paar Tagen sind Sie der neue Trainer beim BV Lüttringhausen, eine Mannschaft stark abstiegsgefährdet. Vor einem Jahr sind Sie bei dem Gegner Schalke 04 entlassen worden. Jetzt wieder mit Arbeit. Ist es eine leichte, eine schwere Arbeit? Oh, es ist sicher keine leichte Arbeit. Wie Sie wissen, stehen wir auf dem Abstiegsplatz und es wird ein schweres Stück Arbeit werden. Davon ist auszugehen. Sie waren ja arbeitslos in der Zeit, die zurückliegt? Ja, ja. Was macht denn ein Fußballlehrer mit einem so ausgezeichneten Examen? Ja, wie man bildet sich weiter, betreibt Selbstsport. Ja, das ist eigentlich im Großen und Ganzen alles. War das das einzige Angebot Lüttringhausen, was Sie bekommen haben? Und nein, es waren in dieser Zeit schon mehrere. Ich habe allerdings schulpflichtige Kinder, da ist es nicht immer so einfach. Glauben Sie, dass es ein Vorteil ist, dass Sie die Schalker Mannschaft kennen, und was glauben Sie für eine Chance heute zu haben? Ach, wir haben eine Chance, die jeder Außenseiter hat. Es wird sicher schwer werden, die Schalker sind Favorit, aber Chancen rechnen wir uns auch aus. Vor der Rekordkulisse von 12.000 Zuschauern versuchte der Außenseiter, sein Spiel so gut wie möglich gegen die ganz in Weiß spielenden Schalker Gäste zu gestalten. Willenskraft, Kampfkraft, Einsatz waren Trumpf und hohes Tempo, trotz der widrigen Bodenverhältnisse. Schmedding und die erste große Chance nach knapp 15 Minuten für Lüttringhausen. Die Schalker ohne Dietz und Klute Simon. Aber ihre Klasse sollte man bald zu spüren bekommen. Mehr spielerische Linie, Tempogegenstöße und dann die erste Riesenchance für Ton. Stocki, der Torhüter der Lüttringhausener, auf dem Posten. Dennoch muss man dem Gastgeber bescheinigen, dass er die Begegnung in den ersten 45 Minuten wenigstens versuchte offen zu halten. Das ist Diersen. Mainz versucht ihn zu blocken, kann ihn dann nur noch faulen und klare Entscheidung von Schiedsrichter Gabor aus Berlin, Strafstoß für Schalke in der 33. Minute. Klaus Teuber gegen Stocki. Unhaltbar wird der Ball verwandelt, 1:0 Führung nach 33 Minuten für Schalke. Das war auch der Halbzeitstand, die zweiten 45 Minuten sollten dann zeigen, dass doch der Unterschied zwischen dem ersten und dem vorletzten eklatant ist. Die Schalker bestimmten immer mehr das Spiel. Abramczyk, Diersen und Glück für Stocki. Das Spiel ohne Ball beherrschten die Lüttringhausener nicht so gut. Sie hatten in den ersten 45 Minuten viel Kraft durch viel zu langes Ballhalten und Schleppen durchs Mittelfeld verloren. Die Schalker dagegen direkt, geradlinig, kombinationsfreudig mit Tempo. Drexler, der Mannschaftskapitän. Glänzende Flanke, Ton mit der Nummer 10, 2:0, 57. Minute. Er spielt seit Wochen in glänzender Form, der junge Nationalspieler. Und immer besser kommt Schalke ins Spiel. Ton, schauen Sie, was er macht. Mainz, ein unmittelbarer Deckungsspieler. Und dann braucht praktisch Abel nur noch zu vollenden. 3:0, 86. Minute. Ton, vielleicht derzeit der beste deutsche Angriffsspieler, der allerdings aus der 2. Liga. Und dann der Schlusspunkt dieses Spiels. 4:0, 90. Minute durch Abramczyk. Souveräner Sieg für den Tabellenführer, der in dieser Höhe auch in Ordnung geht. Die Restergebnisse der 2. Bundesliga, 22. Spieltag. Lüttringhausen gegen Schalke, wie gesehen, 0:2. BV Lüttringhausen zu Gast. In der 33. Minute kommen die Schalker mit Diersen in den Strafraum. Mainz kann